Hallo ihr Lieben, das ist eure Kocheule. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist mal wieder ein bisschen was anderes. Es startet jetzt ein Nebenprojekt. Warum Nebenprojekt? Ihr werdet es regelmäßig, alle, die mir immer zuschauen, danke, danke dafür auf jeden Fall, regelmäßig die Videos am Dienstag, am Donnerstag, am Samstag erhalten. Es wird jetzt einfach zusätzlich, drum Nebenprojekt, mehrere Videos geben, mal kürzere, einfach so zwischendurch kleine Sequenzen, rund um den Thermomix, ja von Anfang an, für alle Neustarter unter euch, für alle, die mir jetzt gerade erst zu mir kommen und den Kanal entdecken und sie gerade einfach rund um den Thermomix informieren. Das ist meist so um die Weihnachtszeit, es gibt so ein paar Phasen im Jahr, wo das extrem ist und da will ich einfach jetzt auch wirklich für euch und für alle da sein und auch da wirklich einen Mehrwert bieten auf meinem Kanal. Und hab da einfach, also ich kriege auch immer wieder ganz viele Fragen, bevor der Thermomix sich angeschafft wird. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn sich dann jemand bei mir meldet und ich den oder diejenige dann als Beraterin begleiten darf. Bin auch wirklich sehr gerne für meine Kunden da und stets bemüht, all eure Fragen zu beantworten, bei Problemen zu helfen, kümmert mich da wirklich um viel. Und jetzt geht es mir einfach wirklich darum, ja, so Basisthemen einfach mal anzuschneiden. Was ist der Thermomix überhaupt? Die Cookie-Doo, das ist einfach so was Vielschichtiges. Oder wo starte ich eigentlich? Wenn mein Thermomix zu mir kommt, ja, wie fange ich an? Was ändert sich in meinem Haushalt, in der Küche, im Einkaufsverhalten? Also lauter so Dinge, wie ihr schon seht, das ist wirklich so, so Basis, so Null. Entweder habt ihr gerade den Thermomix gekriegt oder der Thermomix ist bestellt und ihr wartet drauf oder ihr überlegt gerade, ist der was für mich? Und genau diesen Personen möchte ich jetzt einfach wirklich auch ja, was anbieten. Natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen unter euch interessant, weil ich finde, Tipps und Tricks und Themen wie diese kann man eigentlich nie genug haben. Vielleicht schaut ihr mal vorbei, ihr seht die Videos, also klickt gerne nicht nur auf Abonnieren, sondern aktiviert auch im besten Fall die Glocke und geht auf alle, weil dann kriegt ihr immer eine Info, wenn ihr ein neues Video hochladet und dann könnt ihr immer nur entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Ja, genau, mich würde auch wirklich interessieren, schreibt mir voll gerne Kommentare. Dazu habt ihr vielleicht Vorschläge. Ich meine, ihr seid alle Thermomix-Nutzer, ihr seid, viele von euch sind einfach schon mega Profis, andere sind vielleicht gerade nur Anfänger, dann bist auch du definitiv gerade richtig und schaust da zu und schreibst mir bitte einen Kommentar rein, was würde dich interessieren? Also was sind so Themen, die für dich spannend sind jetzt gerade am Anfang? Und alle anderen bitte genauso. Also wenn ihr einen Thermomix schon länger daheim habt, überlegt einmal so, wie das bei euch war, so die Anfänge damals. Ja, der Thermomix war da und wart ihr überfordert oder welche Punkte waren das so für euch, die damals wichtig gewesen wären für euch als Neustarter? Das würde ich voll gern von euch erfahren, weil dann kann ich einfach darauf reagieren, kann das in dieses ganze Nebenprojekt jetzt ein bisschen einbauen und ich freue mich wirklich drauf, weil ja, es sind echt spannende Dinge dabei und wenn man das so selber ja, jetzt alles so zusammenfasst und sich damit wirklich auseinandersetzt, ist es echt sehr viel am Anfang. Und ja, da hoffe ich, dass ich jetzt Hilfe leisten kann und euch da Freude bereiten kann mit diesen Videos. Und wie gesagt, wenn der ein oder andere noch keinen Thermomix hat, überlegt, schaut euch auch die Aktionen an, gerne bei mir auf der Webseite. Den Link dazu findet ihr unter dem Video quasi, da klappt ihr das auf und da findet ihr alles Wichtige drin. Unter anderem den Link zu meiner Homepage, da schaut sich die Aktionen an. Bei Fragen, Interesse wirklich gerne an mich wenden, ich bin voll gern für euch da. Und solltet ihr Interesse haben und sagen, ihr wollt mich als begleitende Beraterin, dann würde ich mich natürlich ebenso freuen. Genau, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall dann mit meinen Videos viel Spaß, freue mich auf eure Kommentare und ja, Wünsche, Anregungen, Fragen, gerne jederzeit. Tschüss! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all